Hallo und guten Tag, liebe Leute, liebe Zuschauer. Heute geht's weiter mit einer neuen Folge von Fallout 76 und wir sind hier schon am Bahnhof. Ich habe ja in der letzten Folge ja diese Responder-Quest gemacht. Die machen wir jetzt natürlich weiter. Wir müssen den Flughafen von Morgantown untersuchen. Ich muss das Fenster zumachen. So, ja, Morgantown. Jetzt sind wir hier am Bahnhof. Der Knalli ist auch mit dabei. Sag mal, wann kommt der ICE nach Köln? Der fährt keine ICE mehr. Boah, schnell nach Köln, Kölle. Kann ich meinen Helm eigentlich auch zumachen? Der ist ja so ein Aggressotron-Kopf. Leute, liebe Zuschauer, wenn Sie etwas wissen darüber, bitte teilen Sie es mir mit. So, und wir werden uns jetzt mal zum Flughafen begeben. Es kann sein, dass er ab und zu mal einen Hund im Hintergrund hört, weil ich wohne hier in so einem rumänischen Zigeunerdorf, wo jeder Hinz und Kunz so einen kleinen Hund hat. Und die bellen halt immer. Warte nur. Was war leere Flaschen Bier? Nein. Oh, jetzt wird es dunkel, verdammt. Was war denn das gerade? Ich hab grad ganz übel geknallt. Komm, lass mal losgehen. Moment, ich muss mal ein Schloss knacken. Schon wieder so eine, die auf der Kiste rumhackt. Mit Frosterbahn. Ja, irgendwas haut nicht hin mit den Leuten, ja. Jetzt, wo die Welt den Gulli runter ist, werden die Reichen arm und die Armen reich. Ja, ist das schon immer so. Was? Die Wilden oder die Reds? Komm jetzt, Dali. Du bist drin? Na, Flughafen Morgantown. Morgantown. Ist die Luft auch... Lass mich jetzt nicht rein, gerade lass die Luft... Was? Ist die Luft auch noch so lau? Morgantown bleibt Morgantown. So, komm jetzt. Das ist Trading Post. So, das muss ja hier irgendwo sein. Das Gebäude ist ja schon markiert. Wir waren ja hier schon mal, Leute. Und da hat uns so ein riesiges lebendes Flugzeug angegriffen. Der ist hinten. Jetzt nicht mehr. Warst du da auch mit hier? Knallus? Genau. Ja? Die Flederratte oder was das war? Oh, jetzt lass. Wir müssen hier lang. Also immer rechts halten. Entschuldigung. Ja, wenn wir dort hinten durch das Tor gehen, wird die Quest ausgelöst. Ja, es ist eigentlich nur ein Event. Sollte Quest-Event. Sollte mal erwähnt werden. Oh. Zu Hause die ganze Zeit die Typen hier. Schaut euch den mal an, Leute. Wie kann man sich erinnern, verdammte Axt? So. Was könnte ein Genickbruch gewesen sein? Oder es lag daran, dass er einfach kein Fleisch mehr auf die Knochen hat. Man weiß es nicht. So, jetzt kommt Knalli. Komm her. Headshot. Wie? Der ist voll in die Ladung gerannt. Nehmen wir mein Jagdgewehr hier. Brauche ich unbedingt wieder Munition dafür. Ich gehe mal direkt dahin. Oder willst du erstmal alle erledigen? Erstmal alle erledigen und ein bisschen gucken, ob wir noch Munition finden und sowas. Der wird sich gedacht haben, was für ein Scheißjob. Der Staplerfahrer Klaus. Oh, hat er gekündigt? Nee, der ist bei der Arbeit gestorben. Da kommt schon einer, der alten Angestellten. Den hat die Beine weggezogen, was ist denn hier los?
vor allen Dingen, ich habe ein Repetiergewehr, weißt du, und will immer nachladen. Geh mal kurz dafür, die haben die eine Frage an mich drüben. Oh, warte mal, hier ist die Tür. Na. Komm mal zu mir, bitte. Ich bin am Weg. Was bist denn du? Ah, doch. Jetzt haben wir noch. Ja, wir haben eine Spitzhacke eingesteckt. Die brauchst du, die musst du haben hier. Was ist denn hier gerade in die Luft geflogen? Keine Ahnung. So, hier ist die Tür. Du haust die ganzen Strahlungstypen um. So, da geh mal rein hier. Wahrscheinlich schneide ich den Ladescreen eh weg. So, ich bin schon herinnen, du auch. Wir untersuchen jetzt den Flughafen von Morgantown. Nicht wir. Wo ist er denn? Boah. Der Beliebtheitsstatus haben wir ja kennen. Wollen wir ja nicht. Wollen wir ja auch nicht. Auf jeden Fall, da wo ich hingucke, müssen wir irgendwie hinkommen, dahinter. Ah, die Tür dazu. Und das ganze Gesaugs rein. Das ist ein Zettel, ja? Achso, hier geht's rum. Kampftaktik. Kampf hier, Gepäcksausgaben, also. Wir schnüffeln mal hier noch ein bisschen rum, oder? Ah, hier muss mal irgendwas sein. Brauch unbedingt Plüschhandschellen, Leute. Die normalen helfen mir nicht. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Rezepte. Bei unseren Keller kommen. Warte mal, ich will mal hier oben auskundschaften. Eine Werkbank haben. Mal einen Schrott ablegen. So, also hier war nichts vom Belang. Bist du schon runtergegangen? Ja, ich würde die gerade unten mal wegmachen. Das ist die ungeduldige Jugend, Leute. Der ist nur 2 Jahre jünger als ich. Oh, Kippen, nicht Achtelkippen. Ups, da war die Niere weg. Eieieiei. Oh, ich hab Whisky gefunden. Jetzt können wir uns in hinter die Binde kippen. Na, brauchen wir noch Cola. Ich hab noch eine Nuka-Cola. Machen wir ja schön Cola-Whisky. Ja. Aber wir müssten eigentlich, wir sind hier in Morgantown, wir müssten eigentlich eine Flasche Captain Morgan finden. Damit das alles zueinander passt. Oh, bei uns ist was. Bisschen. Ja, hier geht's ja, geht's ja auch hoch. Wir müssen hier hinten dann wieder hoch. Moment mal. Warten. Kommst du da rein? Ich hab ne Schlüsselkarte gefunden. Und die Tür hab ich schon geknackt. Oh, hier geht's wieder hoch. Oh, warte mal. Da kommen wir doch sicher auch irgendwie rein, da. Schaut ein Radius hier. Macht das genial aus. Kochplatte sollten wir unbedingt mitnehmen.
war noch Cram, oder? Nee, Terpentin. Lass den Knalli mal machen. Oha. Muss seinem Namen gerecht werden. Lass mich mal kurz beschützen. Kann dich nicht beschützen. Ich will das auch gar nicht. Wieso? Was machst du denn? Ich wäre fast tot gewesen. Hab gerade auf die Lebensleiste geguckt. Aha. Ei. Na wenigstens nach 200 Jahren geht der Metalldetektor hier noch. Ah, was haben wir denn hier? Komm mal hier her. Moment, ich mach mal gerade das Fenster schnell zu. Ist nämlich der Zirkus ist wieder in der Stadt. Der Flohzirkus, Leute. So. Aber du hast das Loch hier zugemacht. So. Komm mal mit. Warte, ich muss alles. Was war das? Du musst doch den Metalldetektor gehen. Ne? Warum? Die wollen ja wissen, ob du Waffen dabei hast. Haben wir nicht. Hier durch. Komm sie hier durch. Hier. Komm sie durch. Nee, warte mal, ich muss mal hier erstmal eine Kontrolle machen. Wo muss ich überhaupt hin? Wir müssen eh in diese Richtung. Ja, komm mal mit, wir müssen hier hoch. Nee, hier. Ist ein Betrieb. Hier oben? Alter Verwalter, was war denn das gerade? Der Benzin fast getroffen. Wartet doch mal, lass uns doch mal zusammen gehen. Ja, radioaktiv verstrahlt, scheiße. Ja, hoffentlich stirbst du. Könnte ja gerade nicht sein. Will mir das doch mal anschauen hier, vielleicht. Finden mal Rezepte und Baupläne. Hab ich gern. Ja. Geh weg. Du hast Waffen dabei. Ja und? Kann schon mal passieren. Mach mal das Loch auf hier. Mensch, komm mal. Kannst du das, die Tür aufmachen? Ah, ich hab da die Karte gefunden. Macht immer platt dort hinten. Aha. Deswegen nehme ich lieber einen Schlüssel mit. Headshot. Nicht auf den Boden schießen. Warum? Da fängt ja alles an zu brennen. Ey, ey, Scheiße! Hab ich gerade gesehen, ey. Das hat man gehört. Was? Wo? Oder? Ach Gott. Müssen wir wieder die Tür knacken hier. Ein Treffer. Das E oder das S? Drei Versuche hat man, oder? Du hast die Punkte bemerken.
Achso, ja. Du musst aber, wenn du die ganzen Zeichen halt durchdrückst und der Balken immer breit ist, dann kannst du. Warte mal, sei mal ruhig, sei mal ruhig. Speichanträge entfernen. Schon offen. Habt ihr das gesehen, ja? Auf Anhieb, ja. Passt. Hast gekriegt? Ja. Ich überfliege das nur, Leute, für mich. Ihr könnt es ja wie immer selber lesen. Ich habe keinen Bock zum Vorlesen. Ich bin wenigstens ehrlich. Was hatten die Gute dabei? Gar nix. So, hier müssen wir hin. Aufseher Logbuch Morgentown. Bauplan, Sicherheit. Morgentown. Früher war ich an den Wochenenden immer gerne hier. Habe Flugstunden genommen. Jetzt fühlt es sich an, als wäre ich in einem Albtraum gefangen. Diese verbrannten Dinger sind überall. Ich habe mich still verhalten. Sie haben mich nicht gesehen. Ich konnte sie ein wenig beobachten, was auch immer diese Krankheit ist. Sie scheint die Wirte vollständig zu übernehmen. Diejenigen, die mal menschlich waren, erstarren schließlich. Wie in einer Art Stase. Und wenn sie zu lange in diesem Zustand bleiben, dann verbrennen sie. Von innen nach außen. Wie ein umgekehrter Vesuv. Ich habe mich gefragt, was die mögliche Ursache dafür sein könnte. Und dann habe ich meine Antwort bekommen. Das Vieh stürzte sich aus dem Himmel herab. Es kreischte, atmete, infizierte alles. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Aber wir müssen alle Optionen in Erwägung ziehen. Selbst die Bomben. Wir finden die Ursache für diese verbrannten Seuche und löschen sie aus, bevor sie sich jenseits von Appalachia ausbreiten kann. Aber immer der Reihe nach. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Krankheit auf uns ausbreitet. Offenbar haben die Responder eine Art Impfung entwickelt. Ich werde ihre Arbeit fortführen. Das sollten Sie auch. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Okay. Hast du das Holoband auch gehört? Ja. Du musst mit dem, der im Bett liegt, reden. Der ist tot, oder? Nein. Die Drecksau, der liegt hier und pennt. Sehen Sie an. Noch ein Besucher auf dem Responder-Friedhof. Du musst ziemlich gut sein, wenn du an deiner Tanten vorbeigekommen bist. Willst du den Gefallenen deine Ehre erweisen? Ich heiße Donchwell. Donchwell Haynes. Ich habe hier irgendwo einen Bruder. Oder vielleicht auch woanders. Irgendwo? Ich weiß nur, dass er einer dieser Responder war. Wollte nach ihm sehen. Kam wohl ein paar Jahre zu spät. Jetzt trete ich nur auf der Stelle, während der Krebs mich von innen auffrisst. Letztendlich kann niemand seinem Schicksal entgehen. Wir alle enden als Wurmfutter. Darum müssen wir dafür sorgen, dass unser Leben etwas zählt, Alter. Hast du Krebs? Ja, wahrscheinlich. Ziemlich sicher. Krankenhäuser gibt es ja nicht mehr. Aber ich war Sanitäter bei der Armee, also weiß ich ein bisschen was darüber.
Ich schätze, das ist die Strahlung. Davon ist noch einiges da. Genau. Meine Zeit wird kommen. Und ich habe mich damit abgefunden. Aber ich schätze, du hast dir genug von meinem Gefasel angehört. Was kann ich, alter Mann, für dich tun? Intelligenz, wenn deine Zeit sowieso abgelaufen ist, wäre es doch nur vernünftig, mir deine Sachen zu geben. Ich mach das. Was möchtest du wissen? Markus, 5 Jahre jünger als ich, Star Running Back in der High School und gut aussehend, konnte sich vor der Damenwelt kaum retten. Er folgte mir in die Armee und wurde Militärpolizist. Danach zog er nach Morgantown. Dort ging er zur Polizei. Damals lebte ich in Cincinnati. Wir haben uns per Funk unterhalten. Mehr als einmal wollte er mich dazu bringen, den Respondern beizutreten. Er fehlt mir. Hier ist es gefährlich. Warum bleibst du trotzdem? Ich glaube, es ist egal, wie gefährlich dieser Ort ist. Wenn mich keiner dieser Mutanten erledigt, dann halt der Krebs. Aber was mich hier hält, ist wohl das Wissen, dass hier mein Bruder gestorben ist. Nenn mich abergläubisch. Mein Geist soll jedoch nicht allzu lang wandern, um seinen zu finden. Was mich ein bisschen... Oh, Alter, kannst du dein Handy ausmachen, bitte? Wenn ich aufnehme? Ich weiß, dass es ein zerstörtes Ödland mit hunderten Biestern ist, die einen fressen wollen. So ist es besser. Weniger Lärm, weniger Wirbel. Nur Echos. Die Natur holt sich alles zurück. Irgendwann wird niemand mehr wissen, dass hier eine Stadt war. Aber erstmal gibt es hier den Bahnhof mit dem Roboter, der dir Vorräte verkaufen kann. Auf dem Betriebshof südlich davon könntest du Material finden. Und Morgantown, auf der anderen Seite des Flusses. Da gibt es bestimmt auch viel nützliches Zeug, wenn du überlebst. Das waren Polizisten, Feuerwehrleute, Sanitäter. Laut Markus gute Leute. Sie haben sich nach Kräften um andere Menschen gekümmert. Soweit ich weiß, war das ihre Basis. Sie wurden von diesen Dingern in den Gängen überrannt, aber ein paar Leichen gefunden und eine kleine Gedenkstätte errichtet. Es gab eine Frau namens Chavez. Auf dem Kartentisch ist ein Holoband von ihr. Klingt nach letzten Worten. So lang bin ich noch nicht hier. Mehr weiß ich nicht. Zeit ist alles, was mir noch bleibt. Und ich teile sie gern. Pass auf dich auf. Die Zeit ist das, was uns umbringt. Okay, Leute, das war's erstmal für diese Folge. In der nächsten gehen wir dann der Sache weiter auf den Grund. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.